Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. 100 Abonnenten in so kurzer Zeit? Wahnsinn, das muss gefeiert werden. Ich habe mir überlegt, was man für eine gute Party alles braucht. Leckeres Essen, die passenden Getränke und natürlich die richtige Deko. Das alles ist Chemie. Die Brötchen und das Fleisch für den Burger müssen gebacken bzw. gebraten werden. Beides sind chemische Reaktionen. Auch in den Getränken steckt Chemie. Zum Beispiel in Sprudelwasser oder Limonaden befinden sich Säuren. Entscheidet man sich bei der Deko für Kerzen, so kommt hier auch Chemie ins Spiel. Das Abbrennen einer Kerze ist eine chemische Reaktion. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass ein Feuer entsteht, also dass meine Kerzen brennen? Dafür nehme ich das sogenannte Branddreieck zur Hilfe. Ich brauche einen brennbaren Stoff, hier das Kerzenwachs, die Entzündungstemperatur, die durch ein Streichholz oder Feuerzeug erreicht wird und natürlich Sauerstoff, zum Beispiel aus der Luft. Nur wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind, brennen die Kerzen. Nicht zuletzt braucht man für eine fetzige Party natürlich auch die richtigen Gäste. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, bleibt neugierig. Ist eine dieser drei Bedingungen nicht mehr erfüllt, erlöschen die Kerzen und die Party ist zu Ende. Bis zur nächsten Party. Sei auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Chemie echt fetzig.